Ey Leute, was geht? Ketta begrüßt euch zur achten Folge von Shrek 2. Ja, ich freue mich jetzt gerade ein bisschen zu rushen. Mal gucken. Okay, nichts Gefährliches dabei. Ich bleib hier irgendwie gerade voll hängen. Moment. So, jetzt haben wir es auch schon. So. Ja, mal gucken. So, da waren wir schon. Da gibt's nichts Neues mehr. Hier ist es nur die eine kleine... ja, Fasskiste, sag ich jetzt mal so. Zur Hälfte fast, zur Hälfte Kiste. Sonst nichts Spannendes mehr auf der Ebene. Und bam. Ja, das war ja total einfach. Ja. Moment. Moment. Ich dachte, ich müsste niesen, aber das hat sich dann irgendwie doch zum Guten gewendet. So, jetzt müssen wir hier irgendwas aktivieren. Mal schauen. Ah ja, okay, eine Brücke. Yeah, das ist doch gut. Können wir da drüben irgendwas machen? Ja, da ist schon was, aber ich... wobei... ja, nee, das war doch keine Münze. Ich will es einfach nicht riskieren. Nee, da ist nichts mehr. Oh, so ein Zwischenspeicher wäre mal ganz gut. Zwischenspeicherpunkt. Okay, hier sind soweit keine Gefangenen mehr, glaube ich jedenfalls. Hier kann man sich einmal durchboxen. Blöde Fledermaus. Will mir hier im Weg stehen, bringt aber gar nichts. So. Denn den Esel, beziehungsweise in diesem Fall das Pferd, kann nichts aufhalten. Das tut mir jetzt aber herzlich leid. Mal gucken, da hinten. Waren wir, glaube ich, schon. Ja, das sind nur die Kisten hier. Boah, jetzt wird es wieder schwierig. Achso, das ist wieder mit Auto-Jump, okay. Ihr braucht eigentlich nur zu einer bestimmten Stelle hingehen und Sprungtaste festhalten. Dann erledigt sich das von selber. Genau. Aber dabei muss man natürlich auch vorsichtig sein. Geht's hier noch weiter nach oben? Ja, so theoretisch müssten wir eigentlich, glaube ich, hier lang. Ich speichere jetzt erstmal. Heißt aber in dem dummen Fall, dass wir sterben, müssen wir den ganzen Pudding wieder zurückrennen. Okay, die ist schon weg. So, da hinten ist nichts mehr. Ich bin jetzt mal gespannt, was uns erwartet. Im Ernst, war das jetzt die Fledermaus, die uns da runtergekickt hat? Das war aber echt ein knappes Ding gerade. Boah, was für ein Glück. Zack. Boah, jetzt piepst es mir gerade im Ohr. Ich weiß nicht, woran es liegt. So, noch ein Versuch. Yeah. Genau, da ist noch so eine Fragezeichenkiste. Boah, mit Schokoriegel, mit alles. Im Ernst? Im Ernst? Jetzt bekomme ich ein Bonuslevel oder was? Ja! Boah. Fuck. Das wird jetzt schwierig, die Bohnenranke hochzukommen. Ich sehe das schon. Aber ein Versuch ist es wert. Oh Gott. Alter, der kann da hochklettern, im Ernst? Oh oh. Schaffen wir noch irgendwas in der Zeit? Was soll das? Okay. Schnell einsammeln ein bisschen. Aber hier unten liegt nichts Spannendes, das ist das Problem. Was soll das denn für eine Pflanze sein? Wir müssen jetzt theoretisch nochmal die Bodenranke hoch. Alter. Schaffen wir überhaupt noch irgendwas in der Zeit? Wir haben immer mehr Zeit, jedes Mal, wenn wir neu in das Level reinkommen. Ich sehe das schon. Aber trotzdem ist es schwierig. Komm mal hier. Komm mal hier irgendwie überhaupt mal hoch. Jetzt juckt mich da noch irgendwas. Alter.
Das packt man überhaupt nicht irgendwie. Hier müsste man vierblättriges Kleeblatt versteckt sein. Das würde ich feiern. So. Noch ein Versuch, nach oben zu kommen? Boah. Ist aber jetzt echt schwierig geworden. Also ich finde das Springen in dem Spiel nicht angenehm. Muss ich mal ganz offen und ehrlich sagen. So. Ja gut, das bringt uns nicht viel. Wir können die Teile ja nicht einlagern. Ba-ba-ba. So. Boah, in was für hohe Gefilde kommt man hier rein, ey. Okay, von hier aus dann darüber. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Ich bin außerhalb des Levels gefallen. Okay. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal mit Boots. Oder wie hieß der Kater nochmal? Boots, genau, Boots. Boots, englisches Wort für Alkohol. In dem Sinne. Oder Schnaps oder sowas. Keine Ahnung, was das genau war. So, jetzt erstmal zu Oma Chantal zurück. Aber ihr seht, man fällt sehr leicht. Und es gibt nicht viel, was man dagegen tun kann. Gib mir 5. Ja, Mann. Boah, ich darf jetzt hier nicht sterben, ey. Das wäre ätzend. Ach, da ist schon ein Ritter, der auf uns wartet. Potions and Notions. Wie viele Schläge will der Typ denn noch kassieren? Naja. Wenigstens reden jetzt meine zwei Kollegen nicht mehr, mit denen ich noch Forest gespielt habe. Das wäre nämlich ein Problem um die Uhrzeit. Ich hoffe mal, das geht. You need a boost, genau. Gucken, ob mehr als 10 gehen. Ja, es gehen mehr als 10. Und nochmal Love, auf jeden Fall. Kann ich Leute treten, die mich lieben? Macht immer Spaß. Okay, da geht's nirgendwo hin. Ist das hier wieder mit Auto-Jump? Ein Glück. Boah, trotzdem finde ich das mit Auto-Jump irgendwie mega schwer, weil das so teilweise echt verbuggt ist. Okay. Oh yeah. So, schön die Münzen einsammeln und jetzt erstmal den Schalter aktivieren und gucken, was der für uns so vorhat. Bam. Ach so, um weiter nach oben zu kommen. Ich hoffe, dass da eine Fee ist. Kann ich jetzt aber nicht bestätigen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die auch nicht ewig halten. So, let's go. Bam. Oh yeah. So, jetzt hier oben. Oh oh. Ja, wenigstens ein bisschen was mitgenommen. Hätte auch schlechter ausgehen können für uns. So. Zack. Boah. Nochmal Glück gehabt. Ah, jetzt wird das alles durch Stein ersetzt. Okay. Und wie kriege ich die jetzt da auf? Ich verstehe das irgendwie gerade nicht. Ach so, da geht's weiter. Okay. So. Und die Steinplatten halten einfach länger. Genau. Da braucht man sich dann nicht fürchten, dass man runterfällt. Es sei denn, man ist im Springen. Ihr seht schon. Das mit diesem Auto-Jumping ist mega verbuggt teilweise. Jetzt funktioniert es gar nicht. Hier gibt es gar keinen Auto-Jump-Spot. Hier gibt es dann wieder einen. Ich drücke ja eigentlich, also ich drücke jetzt nichts außer STRG. Und ihr seht, ich springe nach vorne. Wenn ich jetzt so springe, passiert nichts. Warte mal, wie komme ich jetzt da hoch? Oh oh. Das heißt nichts Gutes. So, hier kommt man auch noch rauf.
Ah, jetzt hab ich's. So, und von hier aus dann weiter, genau. Und dann so. Und dann Boing, und dann sind wir ganz oben. Gucken uns noch einmal um und entscheiden uns weiterzugehen. Hoffentlich. Ah, ja, okay. Jetzt verwende ich mal dieses Frost-Ding. Oh yeah! Die können mir so gar nichts entgegensetzen, dann. Das ist einfach genial! Das ist der beste Zaubertrank, den es hier gibt. Es gab doch hier irgendwas, wo ich nicht durch konnte. Selbst mit dem Kater nicht. Ich hoffe, das können wir jetzt irgendwann auflösen. So. Ich hoffe mal nicht, dass die wiederkommen. Das wird mich nämlich ein bisschen abfacken gerade. Boah. Ah ja, jetzt geht's hier weiter. Stimmt. Ich will jetzt eigentlich nicht die explosiven Kisten treffen. Kommt man hier hoch irgendwie? Sieht gerade nicht so aus. Nicht mal so. Nee. Ganz schlechte Idee. Das hätte auch übel enden können für uns. Naja, okay, was soll's. Also hier war der Schalter, von da irgendwo sind wir gekommen. Ansonsten erstmal hier runter. Ups. Oha. Potions and Notions. Mich juckt's irgendwie überall. Ich hätte das Fenster nicht auflassen sollen, wo es dunkel geworden ist. Irgendwelche Viecher schon wieder reingeflogen. So, von da kommen wir dann zurück, genau. Achso, das ist gar nicht so schwer. Wir sind gar nicht mal so hoch. Genau, hier geht's... Ach ja, genau, hier ging's weiter. So dramatisch war das nicht. So, wir müssen jetzt nochmal irgendwie... Zack. Nochmal irgendwie zurück nach hier. Bäh. Genau, jetzt auf die Käfige drauf. Und von da aus nach oben. Nicht machbar. Okay. Also kommen wir auch nach unten, aber das ist nicht so cool. Mal gucken, wie kommt man jetzt dahin, ey. Das sind gute Fragen. Schon klar, das Spinnennetz, aber... Hm. Wow. Ist nochmal gut gegangen. Boah. Habe ich jetzt Schaden gekriegt? Ich weiß gar nicht. Zack. Und wieder ab nach oben. Hey, best belong in the belfry. This ain't no belfry. What is a belfry anyway? Nobody knows. Ja, das war's. Jetzt weiß ich wieder, wieso ich das damals so gehasst habe. Weil der Typ einfach sowas von überhaupt nichts aushält. So. Kümmern wir uns erstmal darum. Ganz ehrlich, scheiß auf die paar Münzen. Ist mir lieber, dass wir es unbeschadet überstehen. Und ich euch dann nicht auch irgendwie da eine halbe Ewigkeit mit aufhalten muss. Ach, scheiße. Egal, wir versuchen es nochmal. Jetzt mit dem Liebestrank. All you need is love. Everything is alright. To the Moon müsste ich eigentlich auch mal aufnehmen. Ist mir gerade mal eingefallen. Das kommt auch noch. Wenn die Zeit gekommen ist. Verliebte Ratten. Tja, man ist so verletzlich, wenn man verliebt ist. Ich weiß. So, genug verliebt. Wir gehen jetzt weiter. Boing. Müssen wir aber nochmal nach oben irgendwie. Das geht doch.
Und für die paar Münzen habe ich mich jetzt so aufgeregt die ganze Zeit. Was für ein Abfuck gerade, ey. Echt jetzt. Nee, weiter wollte ich noch nicht. Da wartet, glaube ich, sogar eine Cutscene auf uns, eine kleine. Ja. Hm, ja. Ja, genau, hier gab es noch was. Hier gibt's was zu holen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass da so ein Geldsack rumgelegen hat. Okay. Wäh. Okay, mal versuchen. Oh nein. Hier ist noch ein Snackbar hinter. Genau. Bang. Nein! Scheiß verbuggtes Spiel, ey. Bis zum nächsten Folge. Ich hoffe, dann kriege ich's hin. Haut rein. Tschüss.